Rund 150 Interessierte lauschten am Donnerstagnachmittag den Worten des Ex-Junkies und Profi-Triathleten Andreas Niedrig in der Heinrich-von-Kleist-Schule. Eingeladen hatte ihn der Kriminalpräventionsverein Papenburg zum dritten Präventionstag mit dem Motto Eltern stärken. Niedrig gab dabei Tipps, wie man als Eltern nahe an den Kindern dran sein kann. Selbst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ist es nie zu spät. Es gibt immer die Möglichkeit, noch eine Abbiegung zu finden im Leben. Das zeigt auch letztendlich meine Geschichte. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man als Eltern nicht immer alles ausdiskutieren muss mit seinen Kindern. Gerade dann, wenn Kinder in der Pubertät sind, sind die sehr, sehr nah an ihren eigenen persönlichen Gefühlen dran. Und natürlich reizen unsere Kinder uns mit ihren Worten, mit ihren Argumenten und sehr, sehr schnell schießen wir dann dagegen. Aber haben eigentlich ein ganz anderes Bedürfnis, ein anderes Gefühl. Und ich denke, diese Gefühle zulassen, wenn ich traurig bin, diese Traurigkeit meinem Kind zeigen. Wenn ich sauer bin, auch dieses Sauersein zeigen. Wenn ich lustig und albern bin, dieses Albernsein zeigen. Und nicht immer alles zerreden. Wir reden viel zu viel, meines Erachtens. Das tue ich auch. Das Thema Hilfe von außen und die Früherkennung von Problemen, vor allem Suchtgefahren, standen beim Präventionstag im Vordergrund. Insgesamt gab es 12 Kurzvorträge und Workshops, bei denen die Besucher direkt mitmachen konnten. Auch Andreas Niedrig betonte, wie wichtig es ist, dass man sich Hilfe holt. Ich glaube einfach, dass man ehrlich zu sich selbst ist, dass man offen mit seinen Emotionen und mit seinen Bedürfnissen umgeht. Und wenn es Probleme innerhalb der Familie gibt, sich auch wirklich professionelle Hilfe holen darf, was die meisten Eltern immer als so No-Go betrachten, dass man sagt, oh, das kann ich ja nicht machen. Darüber sprechen, dass vielleicht bei mir was nicht ganz so rund läuft und ich nicht weiß, wie es funktioniert. Aber bei mir ist es nicht anders. Trotz meiner selbstgemachten Erfahrungen aus meiner Jugend, wo ich drogenabhängig war, weiß ich halt heute, wenn meine Kinder mir wirklich solche Sorgen und Probleme bereiten, dass ich mir Hilfe hole. Und das ist völlig legitim und das ist gut so. Dafür gibt es solche Institutionen, dafür gibt es solche Tage wie diesen hier. Bis in den Abend hinein konnten die Gäste sich an den einzelnen Ständen in der Aula der Heinrich-von-Kleist-Schule informieren. Auch im kommenden Jahr soll es wieder einen Präventionstag geben, dann unter dem Motto häusliche Gewalt.